Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf Kerstins Küchentraum. Ich möchte heute wieder mit euch ein Rezept machen aus der Vegantastic Box. Also es wird wieder ein leckeres veganes Rezept und zwar Reis-Tagliatelle mit einer richtig leckeren zitronigen Tomatensauce. Und das sind die Zutaten, die wir dafür benötigen. Und zwar 500 Gramm passierte Tomaten, 50 Gramm Ingwer. Den habe ich mir einmal fein gerieben, weil ich den nicht so grobstückig da drin haben möchte, habe ich mir den einfach klein gerieben. Dann brauchen wir eine Knoblauchzehe, die habe ich mir auch schon mal klein gehackt. Die Schale einer Zitrone, die werde ich mir gleich noch einmal abreiben. Eine Zwiebel klein geschnitten, 100 Milliliter Mandelsahne und hier drin habe ich 250 Gramm Reisnudeln. Und hier drin ist jetzt noch etwas Thymian für den Geschmack und außerdem brauchen wir noch etwas Öl zum Anbraten sowie Salz und Pfeffer zum Abschmecken. So, meine Lieben, hier könnt ihr jetzt sehen, dass ich mir schon einen Topf aufgesetzt habe und etwas Wasser zum Kochen bringe. Da habe ich auch ein bisschen Teelöffel Salz drin. Und das Ganze lasse ich jetzt richtig schön brodelnd aufkochen. Mache das dann aus, lasse es aber auf dem Herd stehen und gebe da die Reisbandnudeln dazu und lasse das Ganze 10 Minuten quellen. So, da habe ich mir jetzt eine Schüssel mit Öl aufgesetzt. Da gebe ich jetzt erstmal die Zwiebel dazu. Und den Knoblauch. Und dünste das Ganze erstmal ein bisschen glasig an. Ich salze das Ganze jetzt schon ein bisschen, weil dann die Zwiebeln eher glasig bleiben und nicht so schnell braun werden. So, nachdem jetzt die Zwiebeln schön glasig sind, gebe ich die passierten Tomaten dazu. Dazu kommt dann auch schon der Thymian und der Ingwer. Jetzt stelle ich die Flamme ganz klein, denn das Ganze soll jetzt ca. 15 Minuten vor sich her köcheln. Und das machen wir natürlich auch, dass das alles schön ein bisschen Geschmack annimmt und auch ein bisschen noch reduzieren kann. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in 15 Minuten wieder. So, ihr seht, das Ganze ist jetzt in den 15 Minuten noch ein bisschen eingeköchelt. Und jetzt gebe ich einfach die Mandelsahne erstmal dazu, rühre die kurz unter. Gebe dann die abgeriebene Zitronenschale dazu, würze nochmal mit ein bisschen Pfeffer und mit ein bisschen Salz. Und dann gieße ich jetzt die Nudeln ab und gebe die einfach zur Soße dazu und rühre das schön unter, weil die Reisnudeln gerne zusammenkleben und ich deswegen die Soße einfach gerne mit unterrühre. So, meine Lieben, wir probieren natürlich wieder zusammen. Also ich habe die Nudeln jetzt, wie gesagt, in die Soße eingerührt und habe es dann gleich aufgetan. Mmh. Wow, richtig lecker und frisch durch den Ingwer und die Zitrone. Richtig, richtig lecker. Mm. Schmeckt mir mega gut, wird meinem Mann auch richtig lecker schmecken, denn der ist absoluter Ingwer-Fan, der liebt es total. Wir lassen es uns jetzt schmecken und ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Den Link zur Box setze ich euch unten in die Infobox. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!